Hier. Ja. Es ist so eine Sache mit dem Sehen, ne? Wenn man schon eine Brille braucht oder sowas. Kann das schon mal passieren? Oh. Nein, 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 bleib bloß da oben. Was soll ich jetzt machen? Nein. So. Hoch mit dir. Nochmal. Ha. Was ist denn jetzt los? Oh mein Gott. Jetzt geht's. Da geht's auch weiter hoch. Wie schön. Erstmal synchronisieren und danach runterspringen. So, jetzt können wir uns den Auftrag annehmen. Und unsere geschulten Fähigkeiten unter Beweis stellen. Eben kam eine Kutsche. Wir schnappen sie an der Biegung. Ein Rennen, los! Lauf, Evelyn! Lauf, lauf! Perfekt! Ich bin schneller gewesen. Und was nützt das denn jetzt? Natürlich, eingebrochenes Rad. Schneller als der Gegner durch den Kontrollpunkt laufen. Na kommt, 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 kommt. Ja. Schön. So. Ah, Pistole, Waffe. Komm schon. So geht's. Ich kenne ein paar von Ihnen. Sie haben für mich gearbeitet. Chris Fee, auf ein Wort. Elise, was machst du denn hier? Wonach sieht es aus? Ich rette dich. Wovor? Meiner Arbeit? Der Freiheit? Chris Fee, diese Ketten hier sind kein Zeichen von Freiheit. Das ist nur vorübergehend. Zu viele Arbeiter flohen auf der letzten Reise, ohne zu zahlen. Wir werden freigelassen, wenn wir am Ziel sind. Und das bekümmert dich nicht? Elise, mein ganzes Leben bekümmert mich. Doch so kann ich überleben, bis wir im Süden die Freiheit erlangen. Ich traue dem nicht. Chris Fee, ich verspreche, wir werden das aufklären. Aber... Wir sollten uns das Fort ansehen. Der Zeitpunkt ist günstig. Die Soldaten sind in der Stadt. Das Fort wird fast leer sein. Elise! Mir gefällt, wie du denkst. Gut. Ich späh voraus. Triff mich an der Brücke. Und Chris Fee? Halt dich aus Ärger raus. Während wir welchen machen. Gut. Danke. Ja, aus dessen Sicht sind wir ja diese ganz Bösen, die... einfach ihm jetzt gerade seine Arbeit weggenommen haben. Naja. Passiert mal. So.
würde gerne wissen, wo diese... Ah, wahrscheinlich im Baum drin. Ich höre es ja schon. Tut mir leid, dass ich mich so aufrege, aber es ist nicht immer... Tagebuchseite erhalten. Schön. Sollte ich bei Gelegenheit irgendwann mal ablichten sozusagen und dann einfach vor... Nee, vorlesen mache ich das nicht. So, und wir laufen zu dem Vor. Wieso erzähle ich eigentlich immer das, was ich gerade mache? Und vor allen Dingen sollte der mich nicht sehen. So. Und ich muss mal kurz stoppen. Tut mir leid, aber bis gleich. Und wir sind wieder da. Spring. Jetzt habe ich vergessen zu plündern. Ja, passiert. Achso, ich dachte, das wäre ein Typ mit... Die Zeit ist günstig. Der ranghöchste Mann, den ich hier sah, ist ein Teniente. Er wird nicht gut beschützt, aber das Fort ist groß. Wir werden nach ihm suchen müssen. Das bekommen wir schon hin. Ui. Nur eins verstehe ich nicht. Was wollen die Spanier mit den Bewohnern von Saint-Danger? Warum sie? Warum jetzt? Das ist nicht das erste Mal, dass mir ungewöhnliche Aktionen bei den Spaniern auffallen. Als sie die Macht übernahmen, gab es einen Komplott, den Gouverneur zu kontrollieren und Sklaven in den Untergrund zu schleusen. Und? Ich dachte, ich hätte dem Ganzen ein Ende gesetzt. Gut, dann machen wir das also nochmal. Also ich bin ja dafür, wir holen ein paar Berserker-Giftpfeile raus. Und spielen die gerade gegeneinander ein bisschen aus. Nein, wieso haben die mich gesehen? Ja, okay, das habe ich jetzt nicht verstanden. Die Wachen unbemerkt ausschalten. Ja, dann nehme ich mal die anderen Giftpfeile. Ich dachte nur, es wäre schön, einmal die Berserker einzusetzen. So, der ist tot. Schön. Kann ich hier irgendwo hoch? Also ich wäre... Das ist genauso wie in Assassin's Creed 3. Schon mal wieder der Vergleich. Mit dem Pferd durch den Wald zu rennen. So. Jetzt versuchen wir aber mal den Berserker zu fallen. Und. Komm. Jetzt. Mal gucken, was los mit dem ist. Wieso wurde ich jetzt entdeckt? Wieso?